Jake, Claudette, Jake, okay. Sehr abwechslungsreich bei dir. Sehr, ne? Was sind denn Geschwister? Also. Ja. Wird schon. Kann vor dir wegrennen. Nicht vor dem, wenn ich nicht vor dem Tod wegrennen kann, aber vor dir. Juhu! Doktorfreundliche Karte. Du Kacke. Hallo Jack. Hallo Jack. Das wollte ich übertreiben, Junge. Ich hab meistens alle Paletten. Ja. Hallo Claudette. Okay, runterspringen war nicht so schlau. Aber ich brauche erstmal meinen Haken. Oh Mann, mach schon. Hallo. So. Ist
Garten wieder da? Noch nicht? Doch, jetzt. Einer. Und zwei. Hallo, okay, also noch zwei. Okay. Upsi. Bist du hoch? Bist hoch? Was haben wir denn da? Ups. Sorry. So. Ach Leute, ich hab dich doch gar nicht aufgehängt. Schief angeguckt, hä? Hä? Hast du schief angeguckt? Kann's dann sein? Kann man dich denn alleine lassen für 5 Minuten, dass du mal jemanden nicht schief anguckst? Nein, ich bin ein Fuchs, ich gucke alle Leute schief an. Meistens kriege ich von ihnen Käse, aber... Das war keine Antwort, mit der ich jetzt rechnen konnte. So... Was ist das denn da oben? Da komme ich doch mal dahin. Hallo. Es tut mir leid. Es tut mir auch ehrlich gesagt leid, dass gerade Claudette abgehauen ist, aber was soll ich denn machen? Ich hätte sie halt gesnackt, damit sie nochmal aufhaken können. Hallo. Hallo. Man hört dich nicht, Arno. Doch, ich hab Hallo gesagt, aber ich hab danach nichts mehr gesagt. Ach so. Sie hat nur Hallo gesagt. Ach, da hinten? Krass. Na gut, dann gehen wir mal da lang. Eumel, würdest du von meinem Bildschirm runterkommen? Hallöchen, Jakey Bakey. Wo seid ihr? Hä? Okay, well played, Jake. Warte, du bist doch bestimmt noch irgendwo in der Nähe. Krass. Der hat mich bambuselt. Erfolgreich. Dumm. Sehr schön, wie ihr Fuchs sagt. Oh nein, es ist ein großer und in dem Moment der Doktor anfängt zu lachen. Alles Absicht. Sein großer Doktor, kein kleiner. Aber so funktioniert das doch nicht. Einmal treten. Einmal wahnsinnig machen. Wow. In der anderen Ecke? Krass. Ah, da oben? Okay, ich komme. Ich finde das so toll, wenn ich die Trugbilder sehen kann. Das ist ein super Add-on. Oh. Hallo. Ja, ordentlich. So, ihr habt ja erst einen Generator, da brauche ich noch nicht mal annähernd zu tunneln. Das kann sich noch um Stunden handeln, bis ich den Blatt habe.
Was machst? Diese Kampfherausforderung, wo du gegen mehrere Clan-Chefs da kämpfen musst. Mhm. Das habe ich heute Morgen irgendwann mal gemacht und die ganze Shit hinter mir. Ja, ja, deswegen. Und ich hatte auch noch. Und wo bist? Keine Lust. Bei welchem? Beim letzten in Mondstadt. Deswegen sage ich ja, es ist ein großer. Cool. Stopp mal. Ich fand den in Liyue viel schlimmer. Ja, ich den will ich noch nicht, den habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe in Mondstadt eher aus Kufa jetzt angefangen. Ah. Ich sterbe, Lilo. Bitte, bitte tu mir diese Gefahr. So, lange genug weggerannt. Wie war denn noch euer Spiel? Yeah. Yeah. Manche Runden waren sehr gut, manche waren kacke. Ja, war so alles dabei. Alle bis auf eine gut. Scheiße? So. Alle bis auf eine Scheiße. So. Ich glaube, ich muss das Survivor-Dasein an den Nagel hängen. Wieso? Ich fand, es war zwischendurch ziemlich gut, was du gemacht hast. Hallo, Jake. Die haben alle Iron Will, das ist echt furchtbar. Oh, ich hasse, dass die ständig reinholen. Dass die Kleineren platt machen. Vorher naja, ich weiß, aber jedes Mal, wenn ich währenddessen nicht die Kleinen platt mache, ist der Große so wieder so voll geheilt, dass ich wieder von vorne anfangen kann. Oder ist das Respawn der Kleinen irgendwie limitiert? Nee. Keine Ahnung. Aber wenn du die Kleinen weg hast und den. Also, das habe ich gemacht. Ich habe den Großen dann mal eingefahren und dann kann er nämlich die Kleinen nicht. Ja, hab ich auch gemacht. Schön getradet. Oh ne, aua, aua. Ist meine Hand hier auf. Hallo. Dumm, wie dumm. Na, ist er noch in der Tat? Mist! Hat sich erledigt. Ich dachte, den krieg ich. Ach, das ist Seelenruhe, hat er auch noch dabei. Deswegen schreit er nicht immer. Also ja, es ist doch limitiert, bis wie oft die respawnen können, weil jetzt kam nämlich nichts mehr nach. Na dann. Juhu. Hier habe ich Pfad der sanften Brücke. So, good game. Gucken, wo der andere hingekrabbelt ist in der Zeit. Da unten irgendwo? Weckt mir nichts, glaube ich, oder? Sehr schade. Da hinten? Unten. Ich finde ihn nicht. Also da rauf. Ja, wenn er sie findet, dann ist es okay. Jemand, der zu Luke krabbelt, hat es auf jeden Fall verdient.
Okay, Libo hat zwei Chefs. Ich mochte das, Was ist unten? Das ist auf jeden Fall die Luke. Ja. Wir gucken mal. Da hinten? Uiuiuiui, das ist aber weit weg. Moment. Vielleicht krabbelt er jetzt zum Ausgang. Er ist eh bald tot. Schon so lange am Boden. Was? War der Aufgang aus? Andersrum. Ausgang auf? Nee, Ausgang ist noch nicht auf. Ich hoffe, dass ich ihn noch finde. Ich sehe halt immer die Druckbilder, aber die sind sonst wo. Jetzt. Wenn ich ihn finde, dann darf er raus. Alter, wo bist denn du? Ist das Druckbild? Oh, das ist der jetzt doch unten. Da ist es. So. Jetzt beeilen. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Nicht hier. Da hinten. Das reicht nämlich von der Zeit noch. So, da ist ein Ausgang. Da ist ein Ausgang. Ich hab's ganz am Anfang geschafft, eine Claudette zu verärgern, die hat den Disconnect, deswegen darf er raus. Wiggle. Dreimal runterwerfen? Ja. Immer noch nicht? Und jetzt? Wiggelst du jetzt endlich mal? Er muss selbstständig ein bisschen wiggeln, oder? Ja. Du kannst ihn auch mehrere Male ablegen, dann. Kommt. Ja, ich hab ihn schon dreimal. Ich glaube, du musst wenigstens ein bisschen machen, damit er was macht. Ich gebe ihm noch 10 Sekunden, wenn er dann nicht wiggelt, dann. Ja. Dann muss ich ihn leider aufhängen, weil. Ja, er hätte gehen können. Ja. Dann ist nur selbst schuld. Ja, ich hab's ihm. Wie bei meinem vorhin. 30 Sekunden Zeit gelassen zu wiggeln. Es war wie bei meiner einen davon. Ich stand vom Tor und hast mehrfach draufgehauen, was ich versucht habe. Also, wenn er wiggelt, selbst schuld. Ja, das stimmt. Irgendwo sind die Grenzen. Chris hat mir gerade tatsächlich gesagt, wo ich die Tonwertkorrektur rein auf das Schwarz legen kann. Ah, oh, sehr cool. Ja. Das wird dann hoffentlich einiges erleichtern jetzt. Ja, definitiv. Ich muss zweimal ausführen, damit es wirklich schwarz-schwarz ist. Ja, aber immer noch einfach, hey, als jeden scheiß Strich einzeln zu machen, ne? Ja. Er ist sogar für... Nee, wir schaffen das. Na, wenn er nicht wollte, dann kann ich auch nichts dafür. Na gut, ciao. Nein, sein Problem. Jupp. So, zur persönlichen Erbauung zwischendurch noch einmal Pyramid Head. Muss mich wahrscheinlich fertig machen. Ich mach grad so nebenbei einfach nur ein kleines bisschen aufleveln noch. Ein Flüchtlingsemblem. Ich hab vor allem Riegel geholfen. Nea, Sarina, oje. David King mit sonst wie Kostüm, oje, das wird hart. Okay.
auch noch. Nein. Egal. Oh, Leary. Leary mag ich mit Pyramid Head. Habe ich vielleicht eine Chance gegen erfahrene Spieler? Also wenn der ein oder andere gewusst hätte, wenn ich dieses Bild bearbeitet habe, was jetzt ja nicht mehr so lange dauern soll, würde ich mich bestimmt auch nochmal für eine Runde schlagen. Mhm. Also schön in einer Ecke anfangen. Scheiße! Ich dachte, ich hätte sogar gebodyblockt. Egal. Oh Mann! Jetzt aber. Jetzt ja gar nicht. Ich muss gleich Aggro wechseln. Aha. Ja, jetzt poppen. Jetzt sind vielleicht gleich zwei. Ich muss erst treten, der ist schon ziemlich weit. Gott, sie will mich locken, deswegen hat sie einen D-Strike. So, ich brauche noch 30 Sekunden ungefähr. Ui. So, ist eine Minute rum? Ich sag mal ja. Eine Minute ist. Du hast mit uns. So ein bisschen. Aber. So teilweise mit mir, teilweise mit denen. Schade.
Ach, das war doof. Schade. Sehr schön. Weg. Hab vergessen zu gucken, wo der Generator gerade geknallt hat. Warte, sind sie wieder in der Mitte? Weil wenn ich die den machen lasse. Sie? Okay. Schade. Okay, 4 Generatoren in dem Teil der Karte. Das wird mein 3-Gen. Ah. Dich. Ah, schon wieder. Immer springt Dingens an. Ist ja schlimm. Ach, scheiße. Mist. Die lassen sich aber ganz gut verteidigen, die sind sehr nah beieinander. Gott. Wenn die Paletten hier in meiner Ecke wechseln, desto besser.
schade. Irrelevant. Falsche Richtung. Okay. Ah, das ist Object of the Session, deswegen sehe ich den die ganze Zeit. Bitte was? Nochmal? Ich weiß, warum du lieber anstrengend davon bist. Mhm. Wieso, was musst du machen? Zweimal diese Riesen. Aber nicht zweimal zwei Riesen. Also nicht zweimal Riesen, sondern zweimal zwei Riesen. Ich war gerade froh, dass ich die einmal platt hatte. Na, du Object of Obsession. Versaut. Oh, hallo. Immerhin ein Kill. Schade. Zum Thema Rerun. Das sind ja noch ein paar andere, die auch eins hätten mal verdient. Okay. Einer. Gott sei Dank geschafft. Halleluja. Wobei mir diese Aufgaben immer noch lieber sind als diverse Backtracking-Aufgaben, wo du wirklich nur von A nach B rennst, 100.000 Gespräche ja, führen musst. Ja, schon, aber ey, das war. Ja, ich fand's auch anstrengend. Also zumindest das in Leo, das andere fand ich auch ging. Freut man sich schon auf morgen. Ja. Das letzte kommt. Aber im besten Fall wird es entspannter, obwohl es ist im Drachengrad. Das könnte wieder nerviger werden. Ja, da kommt dann der Eisarsch da. Mhm. Ja, ich war doch morgen. Aber das mit den Truhen suchen, das mache ich eigentlich gerne. Ziemlich entspannt. Ja, ja.
Schade. Jetzt machen sie den Generator fertig, aber ich krieg vielleicht noch meinen zweiten Kill. Wow! Stiptic? Dankeschön. Gut eingesetzt. Mir wurde gerade das allererste Mal auf Instagram ein Drogenstore zugesetzt. Bitte was? Über die Vereinswebsite! Jetzt bin ich schon zufrieden. Warum Drogen? Weiß ich nicht. German Natural Store. Excellent. Grass, Mushrooms, Charlie. In München, Stuttgart oder Nürnberg. Okay. Über Telegram. Ich hab's jetzt einfach mal gemeldet. So, jetzt kann ich Object of Obsession doch zu meinem Vorteil nutzen, oder? Ah, dammit. Hab dich! Hehehe! Und du hast geschrien, Das ist gut für mich. Ah, verdammt. Hab dich. Okay, geschafft. Na. Das war ein anstrengendes Match. Aber ein cooles Match. Gucken, ob ich David noch finde. Wenn nicht, Luke ist doch okay. Ach ja, Object Out of Session, ich sehe dich. Oh. Alle 30 Sekunden halt. Das ist hart ungünstig. Ist ja. Oh, die Luke. Nein, da ist die Luke. Oh. Ja oder nein? Soll ich oder soll ich nicht? Ich bin Team, lass ihn gehen. Ah, gut. Ah, gut. Ich gehe davon aus, dass ich es hätte schaffen können. Ja. Du weißt, du hättest es schaffen können. Genau. Es wäre ein Vorteil gewesen. Ja, das war cool. Ich habe den anderen, wollte ich ja schon rauslassen und er wollte nicht, insofern. Der oder war ja zu dumm, ne? Insofern darf ich wenigstens David rauslassen. Den habe ich auch kein einziges Mal aufhaken können. Ich meine, er hat sich gut angestellt. Oder? Ja, finde ich auch. Also die waren alle gut. Ich glaube, ich würde sogar fast sagen, das ist eine SWF, weil sonst als Solo-Player hat man Object of Obsession eigentlich nie dabei. Ja. Weil dann kannst du halt verraten, wo der Killer ist. Ja. Noch ein bisschen urteilen. Dann kannst du noch gehen, dann kannst du die Luke noch danach schließen. Geht das? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, auf der letzten Sekunde, glaube ich, geht's. Ja, das geht. Das mache ich nämlich immer. Oh, ja. Cool. Nice. Danke für den Tipp. Das wusste ich gar nicht. Wow. Also gegen eine Truppe, die so spielt? Nicht schlecht. Also kann ich mich nicht beschweren. Stimmt. Das hat sich doch gelohnt. Mhm. So, und jetzt höre ich auf, bevor ich es spoile oder so. Ja. Oder wolltest du noch irgendwas gemacht haben? Ne, ich bin noch im Bearbeiten des Bildes. Also okay. Ich habe jetzt nicht geeilt oder sowas. Thanatophobie.
meinte aber nur, falls irgendwer von euch noch sonst nachher. Keine Ahnung. Was habe ich denn noch? Nee, auf Gorgon habe ich keine Lust, die werden auch nicht. Oh Gott, die Handschuss hat heute dauert. Okay. Die hatten heute einmal, glaube ich. Ich weiß nicht, wie eure Runden vorhin noch waren, aber. Mhm. Ja, ich habe ja vorhin mit Robert und Roxy noch gespielt gehabt. Und da ja. Ich hatte heute Handschuss 5-mal insgesamt. Ach ja. Du meine Güte. Es war bei uns war sogar gut gemischt. Wir hatten Trapper schon, Huntress, Pyramid Cup Head und Honi, genau. Wir müssen unbedingt, wenn wir das nächste Mal zusammenspielen, Trapper schon hinterherlaufen. Ja. Oh, ja. Wir haben das voll vergessen. No. Wie kommt er eigentlich zu dem, Zusatz-Chan? Das war unsere erste Freundesrunde, glaube ich. Oder, nee, das war eine öffentliche. Der war doch so super irritiert von uns. Wir waren als Vierer Boyband unterwegs. Und das war halt angefangen so, das ist ein BL Otome Game. Und deswegen haben wir. Ah, okay. Sehr süß. Borrowed Time. Oh, Life of 3, verdammt. Qual der Wahl. So. Ich kann greifen, so ein Sackgesicht. So. Richtig heftig, so hast du davon. Muss er halt sterben, ne? Ja.